Na, ihr geilen Eierhälse, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Layers of Fear, Schichten der Angst, mit mir, Runetschki. Jawohl, ich habe ja neulich gesagt, dass ich gewisse Spiele immer noch als Uncut-Let's Play machen möchte. Dazu zählen unter anderem Outlast, das jetzt leider verschoben wurde auf 2017. Aber zum Glück kam ja diesen Monat dafür Layers of Fear Inheritance, ein, ich nenne es mal, DLC-Spin-Off-Gedönse, das ein bisschen nach dem ersten Teil spielt. Ich weiß nicht, wie lange, das werden wir sicherlich erfahren. Die Musik ist immer noch herrlich. Ich muss sagen, der Soundtrack ist echt super geworden in diesem Spiel. Allgemein ist Layers of Fear eins meiner Lieblingshorrorspiele, das immer sehr schnell in Vergessenheit gerät. Es ist eins der, muss ich gestehen, mit Abstand bestgemachten Horrorspiele. Gemacht Tanten. Wie dem auch sei. Layers of Fear. Jawohl. Ich freue mich. Und ich bin gespannt. Denn wir spielen ja jetzt, wie wir in der Trailer-Analyse gesehen haben, nicht mehr den Maler selbst, sondern... When I was a child, genau. I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Sickness, insanity and death were the angels that surrounded my cradle and they have followed me throughout my life. Von Edward Munch! Drücke F zum Einschalten der Taschenlampe. Uiuiui, Dunkelheit übermannt uns definitiv. Wir sind wieder im Haus des Vaters. Alles völlig hinüber. Wie wir sehen, scheint er hier gelebt zu haben. Wie ein Schlons. Mal auf gut Deutsch. Und wieder die schöne Musik des Spiels. Ach, was freue ich mich, Layers of Fear geht weiter, Leute. Ein wunderbares Spiel. Hier war das Malerzimmer. Ich gehe mal von aus, dass das nicht typisch... Uiuiui. Hier ist ein Klecks Farbe. Ich finde immer noch die Grafik wunderschön, muss ich gestehen. Definitiv eins meiner Lieblingsspiele gewesen. Ah, hier sind die ganzen Kritzeleien gewesen. Ja, 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 ich erinnere mich. Eieiei, ist das eine Sonnenbrille? Nee, sah aus wie eine Sonnenbrille auf dem Boden. Sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was wir hier machen. Ich meine, durch den... Ach du Scheiße, in den Keller gehe ich erstmal noch nicht. In dem Trailer, in der Analyse wissen wir ja definitiv, was hier passieren soll. Aber stellt euch mal vor, wir wüssten es nicht. Wir spielen jetzt auf jeden Fall die Tochter, das weiß ich. Und wir haben eigentlich, glaube ich, mal einen Brief erhalten vom Fuddy, der uns hierher lässt. This place is a mess. Was ist denn jetzt los? I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. Was zur Hölle? What the hell are you doing in there? Get out! Ah! Rückerinnerung der Tochter an Zeiten, wo sie sich drin versteckt hat. Und er dachte wohl, wir wären eine Ratte. Tja, sind wir aber nicht, du aller Schlumpel. Sieht aus, als würde da drunter jemand liegen. Crazy. Woher kommt eigentlich diese Geigenmusik? Ah, what's wrong with this thing? Okay. Wir sollten uns erstmal in Ruhe umschauen. Wir haben auf jeden Fall Flashbacks. Ach du Kacke. I don't remember that being there. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. Alles klar. Why won't you help me? Oh, you're just like your father. You don't care about me. You probably wish I was dead. Das war jetzt wohl die Mutti, die zu uns gesprochen hat. Ach, Herr Jemine, ey. Was eine wunderbare Familie, sag ich da mal. Das Kind ist wohlbehütet auf Erwachsenen. Das hört man doch richtig raus. Alles wunderschön. Ja, wir hatten ein wunderbares Familienleben damals. Wann auch immer das hier spielt... Ah, da ist was. Noch mehr brennender Quatsch. Okay, die Tür geht nicht auf. Dann können wir hier wohl, soweit wie ich sehe, erstmal nichts weitermachen. Doch, hier geht's ja noch weiter. Stimmt. Da war ja was.
Alter Schwede, ey. Ist das gruselig, Mann. Und da ist wieder Mr. Pelzgesicht. Mit einem verbrannten, was auch immer, in der Hand. So. Henry Marvin, MD. Bla bla bla, 3. März. Was steht da? Are we really going? Ich konnte aber früher auf Deutsch übersetzen mit der Leertaste. Geht jetzt irgendwie scheinbar nicht mehr. Schade. So, erstmal die Fächer durchgucken. Ah, jetzt kann ich übersetzen. Ich, mich an den Rest meiner Geschichte Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit all meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Meinem Agenten Thomas Caldwell vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bitte darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das an mir getan hat. Meinem Verleger Liam Brickstone vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit der elenden Schlampe und dem kreichenden Balk, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Mein Rechtsanwalt James Jerome Sadler vermache ich die Krankheit, die mein Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen, ist. Allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts. Zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, meine gesamten irdischen Besitztümer. Was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann ich dir nicht geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Das ist das, was auch in der Geschichte vorgelesen wurde. Das Testament, also zumindest im Trailer. Ich erinnere mich nämlich dran, an die Worte mit dem, Dear my beloved daughter, oh Dada, Daddy, oh Daddy, als du von uns gingst. Hier geht's aber auch weiter, ne? Ja, hier ist eine Tür. Irgendwie habe ich gerade Streifen vorm Auge. Könnte es eine Helligkeit gelegen haben, mit der ich... Was ist denn hier drin? Oho. Warum ruckelt das Spiel gerade so ab? Was ist das denn? Und warum kriege ich jetzt ein Flashback? All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Where? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was... Was zur Hölle geht denn hier ab? And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. Keep your head straight! Netter Fatih. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. As the princess moved, the growl got louder. BTF. The witch had unleashed her familiar. Look at me! The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess... Do you want this story to have a happy ending or not? Oh, God damn it! Not again! Fine! Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. Ein lieber Papi. My fault. It was always my fault. Yeah. All I had to do was stay still, day after day, for hours on end, until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. Schon krass, ey. Krasse Familie, ey. Krasse Lebensgeschichte, ohne Scheiß. Kein Wunder, dass hier alles den Bach runterging, bei so einem Vater. Das arme Kind! Ungelogen, es tut mir richtig leid, dieses Gesicht schon wieder, ey. Ich krieg schon eine Gänsehaut, einfach nur vom Hingucken. So, jetzt ab in den Keller. Da freue ich mich ja schon am meisten drauf. Die Dunkelheit des Kellers ausfindig machen. Hör mal auf, hier mit Sachen auf mich zu schmeißen! Du Pennergesicht!
Die Frage ist jetzt, was ist der Sinn des Spiels jetzt gerade? Einfach Flashbacks zu kriegen? No, that's not how it went. Maybe. I told you never to come down here. Ja, ja. Daddy, du bist schon ein richtiger Fratz. Krass. Krasse Scheiße, ey. Einfach nur bösartig. Bösartige Familie. Bösartige Lebensumstände. Dass die überhaupt groß geworden ist, ohne sich aufzuschneiden, ist schon eigentlich ein Wunder. Gut, war ich hier jetzt schon? Das war das Zimmer. Genau, hier war der Keller. Den kann ich jetzt zumachen. Hier war ja soweit sonst nichts. Jetzt die Frage, was ich sonst noch so für Flashbacks generieren kann. Okay, geht's weiter. Warum auch immer. Wegen dem Foto, wegen dem Bild. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, das DLC, der DLC verwirrt mich ein kleines bisschen. Weil ich noch nicht rausgefunden habe, was jetzt der Sinn ist. Flashbacks zu kriegen oder gibt es noch irgendwie eine Geschichte, die sich jetzt hier selbst erzählt? Oh, malen. Soll ich jetzt malen? Hui. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season. Where they are wiser and have some stories to tell. No! Put that down! You are doing so well! What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense! Lass mich doch, Papi! Ich hab Spaß dran! Finally! Are you ready to embrace true art? Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season. Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Okay. Brilliant! Let's add some more of the same color. Haben wir doch schon. Ich will es aber irgendwie. Or predictable. Oh, ein Waufau. Wo auch immer er herkommt. Ich nehme es einfach mal blau. Gucken wir mal, ob das hilft. Grün war scheinbar falsch. Oh, ey. Darf man nicht mal malen, was man will? Alter Mann. Ist ja furchtbar, der schreibt dir ja vor, wie du zu handeln hast. Ich hab ein bisschen Schiss vor dem Hund gerade. Muss ich gestehen. Ich brauche jetzt Rot, Herbst, irgendwie sowas. Gib mir Farbe, du kleines A-da-da-da-da. Ich möchte malen. Lass mich malen. Ich schmier da gleich mit Kacke drauf, dann hast du deine Weisheit. Das ist blau, das brauche ich ja nicht. Ich will eine andere Farbe. Oh. Haben wir denn nicht irgendwo eine andere Farbe? Warum ruckelt das jetzt gerade so ab? Radel die Paddel. Ach, guck mal, da ist ja Rott. Ah! Okay. War nur ein Hund. Brauchen wir keine Angst haben. Der tut dir nichts. Der ist doch ein Herz lieber. Dobermann. Ah, yes. The autumn of life. When man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Warum soll ich den Himmel jetzt verfinstern? Ich hab da keinen Bock drauf. Hat sich der Raum verändert? Hat schon fast was von, ja. Das ist weiß. Der Hund, ey. Ich brauche aber scheinbar schwarz. Ich schon wieder abruckelt. Spiel? Warum tust du mir sowas an? So, da ist ein Bild. Das brauche ich aber ehrlich. Okay. Okay. Spiel, danke schön, dass du dich wieder so komisch. Oh, Alter! Dieses Spiel ist der Wahnsinn. Ich dreh schon wieder durch. Ich komm da nicht ran. Warum nicht? Ich will da aber rankommen. Muss ich jetzt den Boden bemalen? Oder irgendwas hinzufügen? Ich weiß es nicht. Merkwürdiges Spiel. Macht mir gerade ein bisschen Schiss, muss ich gestehen. Habe ich da noch irgendwas zum
benutzen. Das ist... komm schon. Da muss ich irgendwie rankommen können. Ich brauch dich, Gelb. Vielleicht muss ich hier irgendwie vorbei? Nicht? Okay. Hab ich vielleicht wieder irgendwas falsch getriggert, weil ich kurz rückwärts gelaufen bin. Ich kann den Ball vielleicht nach oben bringen. Und dann den Ball als Laufhilfe benutzen. Nein, bleib doch mal. Oh, bleib doch mal oben. Oh, ist das abgefuckt hier schon wieder. Dieses Spiel macht bestimmt wieder Panik. Oh nee, ey. Schon wieder einen zu viel. Ich krieg schon wieder einen zu viel, Leute. Habe mal wieder nur eine komische Einbildung. Wie alles in diesem Spiel. Dann gehen wir mal weiter mal mit unserem neuen Schwarz, was wir jetzt haben. Was freue ich mich. Papis Gemälde vollenden. So mal wie er es will, nicht wie wir es wollen. No, any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. No, put that down. Oh. You are doing so well. Ja, ich hab doch aber vorhin... Mein... Wo ist denn jetzt das Schwarz hin, was ich da abgelegt habe? Das ist das Weiß. Ich hatte doch irgendwie... Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Habe ich das falsche Schwarz genommen? Habe ich aus Versehen zu oft drauf geklickt? Ich weiß es nicht, Leute. Ich verstehe gerade nicht, was ich hier tun soll. Ach, da ist das Richtige. Jawohl, guck mal, schau. Jetzt haben wir doch. Mann, habe ich alles falsch gemacht. Na gut, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja, wie gesagt, ein Uncut-Let's Play. Hehe, hier schnibbel die schnapp ich mal nix. Weil die Atmosphäre, die ist zu gut, um sie zu zerstören. Und schwupp. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Toll. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's... Brighten things up a bit. Aufhellen, ja. Och, Hundiwundi. Hilfe! Das ist grün. Das ist pink. Was zur Hölle? Warum? Soll ich pink behalten? Ich weiß es nicht. Ich probier's jetzt einfach mal aus. Nicht, dass ich irgendwas kaputt mache damit. Aber ist mir dann auch ehrlich gesagt egal. Das ist meine Zeichnung. Ich mal wie ich will. Du Eierhals. Mein Gott, ey. Erschreckt mich nicht so, Spiel. Yelp. Muss ich vielleicht lang, muss ich mir Weiß holen? Liegt da was Schönes auf dem Boden, was ich gebrauchen kann? Sonst eine komische Kerze. Alles klar. Jetzt brennt hier alles. Warum? Ich hab da ja nicht getan. Ich will nur das Bild beenden. So, lass mich doch ein bisschen malen. Okay. Alles klar. Das Spiel setzt dezent mein Gehirn außer Kraft. Soll ich das Gelb jetzt da nehmen? Oder das Pink behalten? Ich gehe jetzt einfach mal durch. Okay. Okay. Nee, nicht ganz. Hey! Spiel! Lass mich doch einfach mal jetzt machen. Was hältst du von der Idee? No! A wet rag won't do us any good. No matter what color it is. Schade. Dann, muss ich halt eine andere Farbe nehmen. Aufhellen, sagt er. Also weiß. Boah. Dieses Spiel. Es ist alles total skurril. Jetzt gucke ich erstmal nach einer neuen Farbe. Damit ich das Bild beenden kann. Grün ist auch nicht so wirklich hilfreich, oder? Wie komme ich denn jetzt hier wieder durch? Bild? Hier komme ich durch. Ich glaube, grün ist jetzt auch nicht wirklich hilfreich. You're not listening. How is some soggy grass going to help here?
Ja, sehr gut. Warmer. Warmer. Okay, grün und pink sind schon mal falsch. Dann gucke ich mal nach gelb oder rot oder irgendwie sowas. Scheint aber das Einzige zu sein, was irgendwie hilft. Kann ich eigentlich auch sprinten? Ja, so minimalst. Gut, dann gehe ich mal hier raus. Hier brennt es schon wieder. Ich gehe mal in die andere Richtung. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Hier lag ja irgendwo noch eine Farbe rum. Gelb auf jeden Fall. Ob ich jetzt rot finde, weiß ich nicht, weil rot ist eigentlich für mich so die wärmste Farbe, die man sich vorstellen kann. Was ist das denn? Aha, Errungenschaft freigespielt, Wanderer. Okay, wofür auch immer. Hab da jetzt nichts mit angefangen zu... Ah, der Schnigel, der Hagenpark, der Schnigel! Ah, angefangen zu wissen, Ich krieg halt keinen deutschen Satz mehr hin. Es tut mir leid. Ich bin geistig behindert. So. Yelp haben wir jetzt. Besser wird's ja auch nicht mehr. Da brennt's. Schnigel! Okay. Hier liegt das Bärchen. Alles Schnicke. Ich denke mal, gelb ist jetzt das Einzige, was mir wirklich hilft. Weil pink soll man nicht. Und die anderen Farben sollen wir auch nicht. Was ist da denn eigentlich noch? Grün hatten wir ja schon. Perfekt. Gut, dann versuche ich mal mit gelb. Wenn das nicht ist, dann... That's right. Ah. The sun bestows its kind rays upon the land. Ui, toll! It's warmer and warmer until finally. Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy. But a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. Ist ein beschauliches Bild. Hat schon fast was Gemütliches, wenn ich mir ins Kinderzimmer hänge. So schön ist das. I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Schön. Er hat genug Fehler gemacht, das ist uns klar, das haben wir festgestellt schon im ersten Teil. Ich würde aber sagen, ich beende hier erst bei dem ersten Part. Es war auf jeden Fall mir eine Freude, mit Ihnen gespielt zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part Layers of Fear wieder zusammen. Auf Sonne, auf Wiedersehen, Tschüssikowski, bla 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 bla.